Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Endwalker. Endlich ist es soweit, der nächste Story-Patch ist endlich erschienen und das heißt, wir machen weiter mit der Hauptstory von Endwalker. Ich stehe schon bereit, wie ihr seht, mit meinem Charakter Asna. Darum würde ich sagen, nicht lange geschnackt, oder? Wir legen los. Also, auf geht's. Juhu, servus Vashan. Lang ist's her. Die Würze Ratz-Ahans. Asna, wie schön dich zu sehen. Ich dachte mir schon, dass du dich langsam danach erkundigen möchtest, wie es um unsere Gefährten steht. Von Ishtola habe ich bislang keine Nachrichten erhalten, also nehme ich an, dass sie nach wie vor in Alt-Chalayan weilt und einen Weg ins Nichts sucht. Da dies reichlich Zeit in Anspruch zu nehmen scheint, hat Estinien mehr Freizeit, als ihm lieb ist. Also habe ich ihn gebeten, sich beim Himmelsheer zu melden und für jegliche Einsätze bereit zu sein. Und dann ist da noch Zero. Was ist mit mir? Ah, wenn man vom Nichtswissen spricht, Asna hat mich aufgesucht, also habe ich ihr einen knappen Überblick darüber gegeben, wie wir uns alle die Zeit vertreiben. Und wohin führen dich deine Schritte, Zero? Ich war gerade auf dem Weg, meinen Äther aufzufrischen. Wollt ihr vielleicht mitkommen? Mit Vergnügen. Vielen Dank für die Einladung. Zumal ich ohnehin einen Rundgang durch die Stadt machen und nach dem Rechten sehen wollte. Schließt du dich uns an, Asna? Oh, warum nicht? Na dann, auf geht's zu Meredith Mihane. Ich muss aber vorher noch beim Bazar vorbei. Okay. Auf geht's! Hab keine Ahnung, wohin. Wir werden schon finden. Ich denke, Teleport ist eine gute Entscheidung. Also Teleport. Aha. Wo müssen wir... perfekt. Dann hier hin. Ich liebe Teleports. Da geht alles viel schneller. Lauf, lauf, lauf. Da hinten steht es ja schon. Juhu. Wir sind hier, um eine Gewürzmischung zu besorgen. Darum hat mich Meredith neulich gebeten, dass ich ihr vor der Äther zuvor doch bitte hier vorbeischauen soll. Weil unsere ehrenwerten Gäste hier einen ganz erlesenen Gaumen hat. Die gute Magistiat feurig, dass selbst der Gewürzvorrat der Mihane ihr nicht gerecht werden kann. Nein, mit den gnädigen Zutaten kommt man bei Zero nicht weit. Da braucht es schon etwas Besonderes. Aber trotzdem haben wir in letzter Zeit doch immer wieder auf dieselben Mischungen zurückgegriffen. Warum sucht heute also nicht die Begleitung aus, mit welcher exquisiten Prise das Essen verfeinert werden soll? So bringen wir garantiert etwas kulinarische Abwechslung ins Spiel und stoßen gar auf eine neue Mixtur. Warum nicht? Asna kennt sich mit den Geschmäckern dieser Welt ohnehin besser aus als ich. Okay, da muss ich wohl ran. In den Säcken finden sich die unterschiedlichsten Gewürze. Das mit der knallroten Farbe, das wird scharf sein, denke ich mal. Das Schwarze mit dem würzigen Aroma... Das mit den kleinen roten Körnern. Oh, das könnte richtig scharf sein. Die goldgelben Wurzeln. Das ist wahrscheinlich sowas Art wie Ingwer. Wahrscheinlich. Oder gerade nichts. Nee, wir nehmen... Sie will deftig, also... Ja, oder? Ja, kommt. Die kleinen Gewürzkapseln verströmen einen leicht Zitrusduft. Es scheint genau das Richtige für heiße Tage. Entschieden. Möchtest du diese Gewürze für Zero auswählen? Ja, ist okay. Mach mal da, ja. Ah, eine ausgezeichnete Wahl.
Nur einen Moment. Ich werde es der gewohnten Mischung hinzufügen. Dann dürft ihr kosten. Moment, ich auch. Ich mag nicht so scharf. Öffnet den Gewürzsack in Zeros Nähe, um von der Mischung zu kosten. Gott, okay. Naja, dann. Du nimmst all deinen Mut zusammen und probierst eine Prise der Gewürzmischung. Während deine Zunge von der prickelnden Schärfe beinahe betäubt wirkt, breitet sich ein erfrischendes Aroma in deinem Mund aus. Toll. Deinem Gesicht nachzuurteilen, ist die Mischung wohl speziell genug. Ah. Wir nehmen einen ganzen Sack, bitte. Nichts lieber als das. Und bitte grüß die gute Mirene recht herzlich von mir. Warum habt ihr euch immer so einen merkwürdigen Namen? Das ist echt schwierig. Aber ja, ist halt so. So. Juhu. Wo ist sie denn, die Lady? Hallöle. Einmal das gleiche wie immer, bitte. Mit diesem Gewürz. Aber natürlich, für euch immer gerne. Damit lässt sich eine extra große Portion eures speziellen Feuerzungeneintopfs kochen. Ja, es ist vielleicht etwas zu viel. Wir könnten euren Spezialeintopf doch heute auch unseren anderen Gästen servieren. Was haltet ihr davon? Die will die Leute umbringen. Der Magistrat und die Heldin Eoseas wären sicher auch begeistert. Keine schlechte Idee. Machen wir das. Oh Gott. Fabelhaft. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Nein, bitte nicht. Zeros Feuerzungeneintopf ist wirklich zu empfehlen. Die Schärfe kann ich ganz nach Wunsch anpassen. Oh Gott sei Dank. Vielleicht ein andermal. Dieser Körper könnte ihn wohl ohnehin nicht angemessen genießen. Lass dich aber nicht von mir abhalten. Bestelle bitte, was du möchtest. Aha. Ja, mit dem Eintopf. Ich mag es feurig. Oh Gott. Ja, aber nicht so scharf, bitte. Gut, kommt sofort. Danke. Gott sei Dank. Dacht schon, ich gehe drauf. Ich freue mich, dass du dich so gut eingelebt hast, Zero. Sogar unsere Gewürze scheinen dir zu schmecken. Das feuchtheiße Klima regt den Appetit an. Und die Schärfe des Essens bringt uns zum Schwitzen. Das wiederum senkt die Körpertemperatur. Daher sind die verschiedensten Gewürze seit jeher fester Bestandteil unserer Küche. Außerdem halten sie Lebensmittel länger frisch, was sie auch in anderen Ländern sehr gefragt macht. Das ist übrigens auch ein Grund, warum sich Razzatan in Handelsbeziehungen mit anderen Nationen stets behaupten konnte. Dies wiederum brachte einen gewissen Reichtum mit sich, der seither unsere Existenz als neutrale Nation gesichert hat. Das klingt sehr kompliziert. Da ist es doch viel leichter, sich nur für Äther zu interessieren. Einst war diese Insel nur ein Ruheort für mich, um die Risse zwischen den Dimensionen im Auge zu behalten, die ich auf dem Meeresboden fand. Doch ich kann nicht leugnen, dass mir die Bewohner von Razzatan sehr ans Herz gewachsen sind. Sie sind lebhaft, fleißig und streben danach, die Schatten der letzten Tage zu überwinden. Wie gerne würde ich meiner Schwester diese schöne Stadt und das Leben ihrer Bewohner zeigen. Ein wunderschöner Anblick, ja. Das hat Rubikante auch gesagt. Diese Welt hat ein Leuchten, das wir längst verloren haben. Wie schön es wäre, wenn man es noch einmal sehen könnte. In eine tote Welt lässt sich kein Leben mehr hauchen. Wer würde nicht nach einer neuen greifen? Wir wollten unsere Würde zurück. Und ohne groß darüber nachzudenken, habe ich ihm geantwortet, dass es keinen Sinn ergebe,
jemand anderem etwas wegzunehmen. Dass ich eine Verbindung suche, die weder bloße Macht noch Pakt ist. Ich verstehe immer noch nicht, was das bedeutet. Ich will endlich wissen, was ich eigentlich suche. Ich wünsche mir, dass du deine Antwort findest. Oh, was? Was ist da los? Auf Wunsch der ehrenwerten Zero, dem geschätzten Gast unseres Magistrats, servieren wir heute ihren speziellen Feuerzungeneintopf. Und ich möchte nicht verschweigen, dass diese Köstlichkeit eine gewisse pikante Note besitzt. Ha! Da lasse ich mich nicht zweimal bitten! Oh, köstlich, aber wirklich sehr scharf! Ah, wie das brennt! Oh oh, ich hab Schiss. Dieser Körper lässt mich zwar die meisten Speisen der Sterblichen verarbeiten, aber ob er hiermit auch fertig werden würde? Bitte sehr. Genießt es. Genießen. Ich habe mich danach verzehrt. Also, schlagen wir zu. Meine ist zum Glück etwas heller, also wird dann nicht so scharf sein. Oh Gott. So viele Tote. Bei den Göttern. War das scharf. Es hat ausgezeichnet geschmeckt. Solange es allen schmeckt, bin ich glücklich. Estinien würde sich bestimmt auch über eine warme Mahlzeit freuen. Er sollte inzwischen zurückgekommen sein. Wollt ihr mich nicht zu seinem Zimmer begleiten? Klar, kennen wir Estinien auch noch. Alles gut. Ein gutes Mahl bringt das Blut in Wallungen. Estinien, bist du da? Wir haben dir etwas mitgebracht. Ja, kommt herein. Ein Tintenfisch-Masala. Merides Spezialität. Na, danke. Tintenfisch esse ich zwar lieber getrocknet, aber das sieht in der Tat schmackhaft aus. Tüte oder was? Ihr habt wohl auch nichts zu tun, bis unsere Hexe zurückkehrt. Bitte, macht es euch gemütlich. Sollten wir uns auch ausziehen? Nein, nein. Er zieht sich bestimmt auch sofort etwas über. Bestimmt. Hier seid ihr also.
Wir haben euch schon überall gesucht. Ishtola, du bist wieder zurück. Hast du einen Weg in die 13. Splitterwelt gefunden? In der Tat. Meine Nachforschungen haben mich dabei bis auf den Mond geführt, um Orianger um Hilfe zu bitten. Und wie hätte ich dieses Gesuch auch abweisen sollen? Schließlich geht es um die Befreiung eines hohen Drachen und, wieder einmal, die Rettung der Welt vor den Machenschaften eines üblen Dämons. Rubikante zufolge befinden sich sowohl Ashtaya als auch Golbez auf dem Mond der Nichtswelt. Eine Reise zum Mond der Splitterwelt ist allerdings kein leichtes Unterfangen. Selbst um den unseren zu erreichen, mussten die Gelehrten Schalajans lange Jahre forschen und experimentieren. Es genügt daher nicht, einfach nur in den 13. Splitter zu reisen. Wir brauchen ein Portal, das uns direkt zum Nichtsmond führt. Ist so etwas überhaupt möglich? Ja. Die Splitterwelten und der Ursprung waren früher eins. Auch wenn sich ihre Schicksale vollkommen anders entwickelt haben, lassen sich in der Geografie viele Gemeinsamkeiten finden. Wie man uns bei unserem unfreiwilligen Besuch in der ersten Splitterwelt gesagt hat, sind die Koordinatensysteme zwischen den Welten miteinander verbunden. Und das bedeutet, dass ein Portal auf unserem Mond zum Mond der Nichtswelt führen müsste. Natürlich würden wir damit auch den Nichtsgesandten Tür und Tor öffnen, aber hier kommt Orianger ins Spiel. Ich habe mit dem Mondwächter und den Loporit gesprochen. Die genauen Einzelheiten gilt es noch zu klären, aber sie haben mir ihre Unterstützung bei der Abwehr der Nichtswesen zugesagt. Das ist doch ein Anfang. Wisst ihr auch schon, wie das Portal geöffnet werden kann? Die klügsten Köpfe von Razatan und Schalajan haben jahrelang das Nichts erforscht. Ihre Erkenntnisse, gepaart mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen, dazu die Erschaffung des künstlichen Atomos, haben mich zu einem Schluss geführt. Es ist tatsächlich möglich, vom Mond aus ein Tor in die Nichtswelt aufzustoßen. Aber nur unter erheblichem Aufwand. Es sind gewaltige Mengen Äther erforderlich. Nicht weniger, als für die Beschwörung der mächtigsten Nichtsgesandten nötig wäre. Schließlich brauchen wir ein Portal, das groß genug ist, um Ashtaya nach Hause zu bringen. Ich habe mir Folgendes überlegt. Wir schaffen den gesammelten Äther irgendwie nach Galemalt, zum Turm von Babel. Ihr erinnert euch doch, wie Fandaniel von dort aus mit einem einzigen mächtigen Schlag Zodiac aus seinem Gefängnis befreit hat? Auf die gleiche Weise werden wir den gesammelten Äther in einem Schwung zum Mond schicken und mit dem richtigen Ritual ein Portal öffnen. Dafür werden wir viel Unterstützung brauchen. Sowohl hier als auch auf dem Mond. Richtig. Ich werde zum Mond reisen und das Ritual vorbereiten. Außerdem werde ich geeignete Maßnahmen gegen etwaige Nichtsgesandte vornehmen, die durch das Portal kommen könnten. Ich lasse mir dabei natürlich von dem Mondwächter und den Loporit helfen. Zudem werde ich die Alchemisten um Unterstützung bitten, allen voran Nidana. Estinien, wärst du so nett, den Alchemisten als Eskorte zu dienen? Selbstverständlich. Ich bin es ohnehin satt, nur auf meinem Zimmer herumzusitzen. Ich gestatte mir, die Vorbereitungen hier auf dem Gestirn zu übernehmen. Auf mich allein gestellt, würde dies meine Fähigkeiten übersteigen, aber ich weiß, dass ich auf eure Hilfe zählen kann. Dann steht der Plan also. Sieh dich vor, Golbez. Wir kommen.
The Dark Throne. Ich freue mich, dass die Story weitergeht. Die ist immer so spannend. Und diesmal ist sie ja wirklich spannend. Ja, gib mir ein bisschen Knete. Viel kann man immer brauchen. So, Renshi, wie schaut's aus? Die Pforte zur Finsternis. So, wollen wir mit den Vorbereitungen beginnen? Sind alle soweit? Darf ich noch um einen Moment Geduld bitten? Ich würde gerne in meine andere Marionette schlüpfen, falls wir doch auf unvorgesehene Schwierigkeiten stoßen. Die Alchemisten im Diegel von Alchimia werden alles für mich vorbereiten. Selbstverständlich, wir werden dich zum Diegel begleiten und dort auf dich warten, um gemeinsam aufbrechen zu können. Okay. Dann auf zum Diegel Alchimia oder wie auch immer. Abkürzung? Bin nicht gestolpert oder so. Bisschen laufen. Aber zum Glück gibt es Sprint. Da geht alles ein bisschen schneller. Vielen Dank für eure Geduld. Oho, ein vortrefflicher Körper, das muss ich schon sagen. Und zweifelsohne die bessere Wahl für unser Vorhaben. Also gut, fassen wir Ishtolas Plan noch einmal zusammen. Wir werden den Turm von Babil dazu nutzen, um Aether hinauf ins Mare Lamedorum zu leiten. Dort werden wir dann ein Portal zum Mond der 13. Splitterwelt öffnen. Wir, die die Vorbereitung hier auf Aetheris übernehmen, stehen damit vor zwei Aufgaben. Zum einen müssen wir eine ausreichend große Äthermenge ausfindig machen, sichern und letztlich zum Turm von Babil transportieren. Mittels der sogenannten Türme der Endzeit als Knotenpunkte konnte der Turm von Babil während der letzten Tage eigenständig Äther aus den Adern des Gestirns zapfen. Doch die Konsequenzen dieser Methode sind verheerend. So liegt es nun an uns, einen anderen Weg zu finden, den Turm mit ausreichend Äther zu speisen. Die zweite Hürde ist die Nutzung des Turmes selbst. Die Vorrichtung, die den Transport gen Mond erlaubt, untersteht zwar der Aufsicht des Isabat-Korps, aber wenn wir dem Turm nun derart zweckentfremden, sollten wir uns auch die entsprechenden Erlaubnisse dafür einholen. Alles andere wäre nicht rechtens. Ich verstehe und schlage ich vor, dass wir uns zuerst um die Beschaffung des notwendigen Äthers kümmern und uns dem Turm selbst erst danach zuwenden. Wenn ich es richtig verstehe, brauchen wir eine ausreichende, erhebliche Ätherquelle. Völlig korrekt. Und ich habe bereits einen Ort ins Auge gefasst, der in Frage kommen könnte. Würdet ihr mich bitte zum Luftschiff-Landeplatz begleiten? Und natürlich begleiten wir Uren Shi zum Luftschiff-Landeplatz, aber erst die nächste Folge, will ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns sicher bald wieder. Bis dahin, ciao!